Hallo und sehr herzlich willkommen bei Colorful Paper Art, Birgit hier. Und wie schön, dass du wieder in meine Papierwerkstatt gefunden hast. Heute gibt es mal wieder ein Experiment und gleichzeitig ein Mini-Action-Haul, ein One-Product-Action-Haul, so würde ich es mal nennen. Denn ich möchte heute diesen Wood-Burning-Pen ausprobieren und ein bisschen zweckentfremden. Also ich habe nicht vor, damit Holz zu bearbeiten. Dafür ist er ja eigentlich gedacht. Man kann da, glaube ich, Holz mit so anschmoren und dann kann man da Schriftzüge oder ähnliches reinbringen. Das ist also nicht meine Absicht, sondern ich möchte mir heute Moosgummistempel anfertigen und möchte sie mit diesem Stift dann prägen. Also durch Hitze die Prägung vielleicht ein bisschen stabiler machen, als sie ist, wenn man nur mit einem Kugelschreiber oder mit einer Nadel Prägung reingibt in das Moosgummi. Die haben ja manchmal die Tendenz, auch wieder so ein bisschen nach oben zu kommen und schwächer zu werden. Also das ist die Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesehen in den Weiten des Internets, aber ich weiß nicht mehr, wo, ich finde es nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so ganz so gar meine Idee, aber die Ausführung jetzt und wie ich das mache, das ist schon auf meinem Mist gewachsen. Und vielleicht kann der eine oder andere ja sich da so ein bisschen was von abschauen, wenn es denn klappt. Wir wollen mal sehen. Ich wünsche jedenfalls viel Vergnügen. Wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich natürlich über ein Like und auch ein Abonnement, wenn du mir das hier lassen würdest. Und teile gerne die Videos mit Menschen, die sich für ähnliche Themen interessieren und die vielleicht auch etwas davon haben, von diesen Dingen, die ich euch hier gerne vermitteln möchte. Ja, das war der kurze Vorspann und jetzt soll es auch schon losgehen. Bis gleich. Ja, und als Motiv habe ich mir jetzt etwas ausgewählt, wo auch ein bisschen Gravuren dann entstehen sollen. Das ist also eine kleine, ja, etwas schiefe und krumme Tasse. Einfach so ein Entwurf mal schnell hingekritzelt mit einem Teller drunter. Den kann man weglassen oder dran zeichnen, wie man gerne möchte. Und wie gesagt, das ist nur eine kleine Kritzelei. Ich werde jetzt also nicht die Tasse übertragen, sondern ich zeichne einfach eine neue auf das Moosgummi. Und wer das eben halt nicht möchte und lieber vorzeichnen möchte, der kann diese Vorzeichnung nehmen und dann durch festen Druck die Linien übertragen auf das Moosgummi. Wie das geht, habe ich euch in diesem Video hier oben schon mal gezeigt. Ich verlinke es auch noch mal in den Beschreibungen. Ja, und wenn man jetzt übertragen möchte, muss man immer daran denken, dass, wenn man jetzt direkt überträgt, das Motiv spiegelverkehrt nachher als Stempel sich darstellen wird. Also entweder nimmt man dann die Rückseite oder spiegelt sich das auf dem Schreibprogramm, sodass man es in der richtigen Richtung hat. Aber eigentlich ist es bei so einer Tasse auch im Prinzip egal. Die kann man auch von beiden Seiten so benutzen oder so zeichnen. Ja, also ich fange jetzt hier mal oben in der Ecke an. Zeichne mir den Rand so hin. Und eine schmale Form so nach unten. Also eine Art U, was sich so verjüngt. Dann kommt hier ein Fuß ran. Und ich zeichne jetzt hier mal den Henkel oder den Griff auf diese Seite. So, dann ist die Tasse schon mal da. Und den Teller hatte ich jetzt einfach so aus der Hand rausgezeichnet. Auch da braucht sie nicht unbedingt mittig drauf zu stehen. Tut gar nicht nötig. Und ich möchte ja ein paar Gravurlinien haben, deswegen zeichne ich die hier schon mal ein. Und bin gespannt, wie das nachher wird. Und deswegen kommen jetzt hier auch so eine Bogenkante ran an die Tasse und diese Bogenkante noch mal umgekehrt als zweite Reihe und diese Spitzen der Bögen, die ziehe ich dann nach unten weg. So, und so hat die Tasse jetzt gleich ein Muster bekommen.
Hier könnten wir auch noch mal einen Rand reinzeichnen. Ich bin gespannt. Ja, und ich habe dieses Tool, diesen Hitzestift noch nie benutzt. Ich glaube, es gab auch mal beim Action einen kleineren, handlicheren. Aber dieser hier hat den Vorteil, dass er viele Aufsätze hat und dass man wahrscheinlich auch Gravuren in unterschiedlichen Stärken und Breiten anbringen kann, was ich auch ganz interessant finde. So, das ist also jetzt erstmal die Tasse. Und ich schneide sie mir jetzt mal ganz grob aus. Und dann werde ich mal diesen Stift aktivieren. Wir machen gleich mal das Unboxing. Also diese verrückten Ausdrücke alle. Wir packen also aus und schauen uns das mal an. Also das kommt in so einer Plastikverpackung. Das finde ich ja ganz praktisch. Da kann man es immer wieder reinlegen und dann ist es gut untergebracht. Das Ding funktioniert natürlich elektrisch. Tja, das sind immer die Geduldsproben. Dafür habe ich heute jetzt keine Zeit. Dann machen wir mal einen beherzten Schnitt. Ja, die Schnur, das Kabel, das ist so, was würde ich mal sagen, einen knappen Meter lang. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wenig. Dafür stelle ich mir jetzt hier meine Steckdosenleiste dann auf den Tisch und koppel das mal hier ein gleich. Und hier sieht man einen Ständer. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie man den benutzen soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das ist auch alles jetzt hier etwas sperrig. Das Kabel ist sehr starr. Kann man vielleicht auch nicht anders. Also ich denke mal, so in etwa soll das sein. Ja, man kann das natürlich immer nicht anders erwarten. Diese Sachen sind ja äußerst preiswert und so ist natürlich dann auch immer das Material. Es ist jetzt nichts besonders Hochwertiges, aber weil ich das nicht oft benötige, deswegen wird das hierfür ausreichen. So, nun schauen wir uns mal die Spitzen an. Die soll man aufstecken, so steht es jedenfalls in der Beschreibung. Das scheint aber ein Gewinde zu sein. Und jetzt kann man das wahrscheinlich hier festschrauben. Ja, das finde ich ja ganz gut. Das ist auch alles Metall. Ich hoffe, man sieht das. Und dieses hier ist zum Beispiel eine sehr, sehr feine Spitze. Damit kann man sicherlich einiges tun. Ja, ich merke schon, das Teil ist also etwas unhandlich. So in der Handhabung liegt ein bisschen ungünstig in der Hand. Ich glaube, ich muss hier auch mal umswitchen, damit mir das Kabel nicht immer im Weg ist. Also, seht mir das nach. Das ist hier wirklich alles jetzt ohne Probe. Aber vielleicht für euch ja auch wichtig zu sehen, wie das alles so funktioniert. Es wird also ausdrücklich gesagt, man darf diese Teile nicht anfassen, weil die heiß werden. Ist auch irgendwo logisch. Es ist aber, das merke ich schon, ein bisschen schwierig, diesen Stift so zu führen, weil es eben so ein bisschen, ja, grob ist alles und ein bisschen groß. Aber gut, wir probieren das mal aus. Ich probiere das hier mit der dünnen Spitze. Ich habe ihn jetzt auch schon nee, ich habe ihn noch nicht in der Steckdose drin jetzt. Und jetzt stand da, glaube ich, dass man etwa 6 Minuten warten sollte, bis das denn wirklich heiß ist. Das ist ja ganz schön lange. Aber wir können ja mal in der Zwischenzeit gucken, was da noch so drin ist. Hier ist also noch eine Schablone aus Metall, die ich jetzt hier für diese Sachen natürlich nicht brauche. Aber die kann man sicherlich auch noch in anderen Zusammenhängen verwenden. Und hier ist dann die Anleitung. Ja, also 6 Minuten braucht es, bis es warm wird und 7 Minuten, bis es dann wieder kalt ist, wenn man es dann ausgemacht hat. Und so setze ich mir das jetzt hier erstmal alles wieder zusammen und dann warten wir mal die 6 Minuten ab. Ich bin gleich wieder da. Ja, also dieses Tool ist jetzt heiß geworden. Man braucht keine 6 Minuten zu warten bei Moosgummi. Das geht sehr, sehr schnell, weil das Moosgummi ja auch ein ganz anderes Material ist als Holz jetzt beispielsweise. Und ich fange hier jetzt einfach mal an und mache mal so ein paar Probelinien
Und das geht eben durch wie Butter. Ich habe hier auch schon mal angefangen. Und man sieht also, dass diese Linien sehr viel stabiler sind, als wenn ich sie jetzt mit dem Kugelschreiber reinziehe. Ich brauche auch nur ganz wenig Druck dafür. Die Linie wird aber recht dick, das sieht man ja. Was ich noch dazu sagen muss, es riecht nach verschmortem Moosgummi. Also gut lüften oder vielleicht sogar draußen arbeiten, wenn die Temperaturen das zulassen. Aber ich würde auf jeden Fall das Fenster öffnen, weil ich glaube nicht, dass das hier sonderlich gesund ist. So, und man kann natürlich jetzt auch Pünktchen reinbringen. Und das geht wunderbar. Also das ist jetzt aber ziemlich grob. Ich habe allerdings auch nicht die feinste Spitze jetzt genommen. Der Stift ist, wie gesagt, sehr unhandlich. Das ist er nach wie vor. Aber trotzdem, was mich eben halt begeistert, ist also die Geschwindigkeit, mit der sich das Gummi da prägen lässt. Das ist also dem Kugelschreiber weit überlegen. Für diese Tasse jetzt würde ich lieber ein bisschen feinere Linien nehmen. Das heißt, ich muss jetzt den Aufsatz wechseln und dafür muss ich ja jetzt wieder warten, bis das Ding wieder abgekühlt ist. Und das ist natürlich ein Riesennachteil. Da kommt ja nicht so richtig Arbeitsfluss auf. Das muss man dann wissen. Na, das. Aber das kann man ja auch planen. Man kann ja auch mehrere so dieser Stempel auf einmal machen und dann immer entsprechend die Stifte anwenden. So, ich schalte jetzt erstmal wieder aus. Das geht auch nur, indem man den Stecker rauszieht. Also ein Schalter ist jetzt hier nicht dran. Und jetzt warte ich mal, bis der wieder so weit ist, dass ich ihn anfassen kann. Inzwischen schneide ich schon mal den Stempel hier aus und teste ihn mal. Ich möchte noch schnell bemerken, dass ich hier jetzt das Moosgummi so verwende, wie es ist. Es also nicht auf Stempelträger montiere und zu richtigen Stempeln mache. Hier geht es jetzt nicht um das Anfertigen von Stempeln, sondern einfach nur um das Ausprobieren dieses Tools. Wer mehr wissen möchte über das Herstellen von Moosgummistempeln, der findet eine Playlist am Ende des Videos und auch unten in den Beschreibungen. Ich habe diesen Probestempel mal abgedruckt und man sieht also, dass es recht grobe Linien sind. Also mit diesem Aufsatz kann man jetzt keine feinen Linien zeichnen in dem Sinne. Da sind aber noch feinere Spitzen, das habe ich schon gesehen in diesem Sortiment. Das können wir gleich noch mal ausprobieren an der Tasse. Und ja, hier sind ja die Ursprünge. Und diese Reihe hier, die hatte ich mir nur schnell mit dem Bleistift vorgezeichnet. Und hier habe ich dann eine Prägung gemacht. Die sieht man hier. Und was mich so begeistert, ist, dass die sehr klar sind, die Abgrenzung. Und sehr deutlich. Das erinnert ja so ein bisschen an dieses Linocut-Stempeln. Also da wird das ja oft etwas grober, weil einfach die Werkzeuge da grober sind und man nicht so fein arbeiten kann. Das gibt ja tolle Effekte, die kann man sicher nutzen. Man kann also einen Moosgummistempel wie dann einen Linocut-Stempel bearbeiten. Das müsste gehen und dadurch erleichtert man sich natürlich die Arbeit auch unglaublich, weil Moosgummi nun mal einfach viel leichter zu bearbeiten ist. Ja, das setzt sich dann auch fort. Hier die Punkte finde ich auch sehr schön, weil die sind jetzt ganz einfach gemacht und sonst sind Punkte immer ein bisschen schwierig. Die, wie gesagt, die wölben sich dann leicht wieder hoch, sind kaum zu sehen. Also das funktioniert ganz gut für mich. Aber wie gesagt, filigran kann man da wenig machen. Hier sieht man jetzt im Vergleich zu diesem deutlichen Abdruck die Abdrucke, die entstanden sind, wo ich einmal nur mit dem Bleistift drüber gegangen bin. Mehr habe ich hier gar nicht gemacht. Die sind natürlich sehr viel feiner und zarter. Und das muss man halt im Hinterkopf behalten und entsprechend dann auch arbeiten. Ja, und gedruckt habe ich jetzt einfach mit dem Versafine Stempelkissen, damit es schnell geht und damit man auch die Ergebnisse deutlich erkennen kann. Okay, so jetzt hoffe ich, dass dieses Teil jetzt so weit abgekühlt ist, dass ich das wechseln kann. Es ist immer noch ziemlich warm, aber jetzt geht's, ich kann es anfassen. Und jetzt tausche ich einfach mal die Spitze aus.
Ich habe mir auch so gedacht, wenn es jetzt wirklich noch zu heiß ist, kann man sich vielleicht auch mit so einer Zange behelfen und kommt dann schneller weiter. Den Ständer braucht man, das sieht man hier, glaube ich, deutlich überhaupt nicht, weil das Ding legt sich so hin, dass gar nichts passieren kann. Ich weiß nicht, was das soll. Völlig überflüssig. Aber egal. Und dann habe ich hier in diesem kleinen Kistchen, habe ich ja, 12 so Aufsätze, die ganz interessant sind. Also hier zum Beispiel ist was, was direkt auch zum Prägen gedacht ist. Das sind so feine Linien im Kreis angeordnet. Hier ist was Flaches, womit man sicherlich vielleicht auch Flächen sehr gut runterdrücken kann, sodass es eben wie beim Lino-Cut aussieht. Hier ist nochmal sowas. Da bin ich mal gespannt im weiteren Verlauf. Das weiß ich aber nicht, ob ich das heute noch schaffe hier in dem Zusammenhang. Aber hier ist zum Beispiel eine etwas feinere Spitze. Und hier ist auch noch eine. Die sieht auch sehr fein aus. Ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen. Ah, diese müsste feiner sein. Gut, dann nehmen wir die mal. Wir nehmen jetzt mal die allerfeinste. Upsa. Also das ist alles ein bisschen für meine alten Hände etwas schwierig zu handhaben. Da muss man also etwas Geduld haben und wie gesagt, das Kabel ist auch etwas starr, also da muss man sich, glaube ich, erst so ein bisschen eingrooven, bis man mit dem Material zurechtkommt. Und nun würde ich noch mal hier den Stecker platzieren und noch mal warten, bis das Ganze warm ist und dann machen wir uns mal an diese Tasse ran. Erstmal nur mit diesem einen, mit dieser einen Spitze. Ja, ich versuche jetzt mit wenig Druck zu arbeiten, um die Linie feiner zu bekommen. Das ist aber gar nicht so einfach. Ich glaube, es ist auch noch nicht ganz warm genug. Diese äußere Linie ist ja ohnehin nicht so interessant. Dort wird ja nachher auch ausgeschnitten. Also da kann man so ein bisschen dran probieren. So, jetzt ist, glaube ich, schon Wärme da, genau. Ja, und dann ziehen wir mal hier durch. Es ist also auch etwas schwierig zu erkennen, wie die Linie verläuft, weil der Stift immer im Weg ist. Und hier würde ich in diesem Fall auch einfach so ähnlich wie beim Schneiden empfehlen, das Moosgummi zu drehen und nicht den Stift. Es geht sehr viel schneller als mit dem Schreiber, mit dem das Gravieren mit dem Bleistift oder mit dem Schreiber oder mit einer Nadel, das dauert länger. Das macht jetzt einfach die Wärme. Aber ich glaube, auch diese Linien sind nicht wesentlich dünner als die, die ich vorher gezeichnet habe. Und das ist natürlich nicht so schön. Ich hatte es mir jetzt etwas feiner vorgestellt. Also gerade wenn es um die Kurve geht, ist es schon nicht so ganz einfach. Wenn man mit sehr wenig Druck arbeitet, werden die Linien feiner. Aber gerade in der Kurve ist das sehr, sehr schwer hinzukriegen, finde ich jetzt einfach. Vielleicht braucht es auch nur ein bisschen mehr Übung. Thank you.
Der Strich wird auch etwas zitterig, einfach deswegen, weil ich keine Auflage für die Hand habe, so richtig. Ich habe die Hand in der Luft. Wenn ich das Handgelenk aufsetze, wird der Druck gleich zu stark. Also das ist extrem unhandlich. Vielleicht ist es bei Holz gar nicht so schlimm, weil Holz, das dauert ja viel länger, bis man da drin ist in dem Material. Und da kann das alles funktionieren. Hier im Moment finde ich das schwierig. Das ist ja jetzt im Wesentlichen auch die Tasse und das Muster. Und ich werde den Stempel jetzt auch mal ausschneiden und ausprobieren und dann sehen wir ja, was da draus geworden ist. Und dies ist der Probeabdruck der Tasse in Schwarz-Weiß. Hier probiere ich jetzt nochmal eine Alternative und zwar glaube ich, dass man dieses Tool ganz gut dafür verwenden kann, so kleine Basisstempel sich herzustellen für Mixed Media und fürs Journaling. Also hier zum Beispiel so kleine gestreute Pünktchen, die ganz niedlich aussehen, wenn man sie so in Weiß oder in Schwarz irgendwo mit draufsetzt. Die verschwinden nachher oft im Gesamtbild, aber sie geben eben halt doch einen Effekt. Und sowas ist schwer hinzukriegen, wenn man jetzt das Gummi auf traditionelle Weise prägt, also mit dem Stift, dann bekommt man ja diese Flächen zwischen den Punkten nicht so richtig weg. Also das müsste man dann wirklich auch wieder mit Linoleum oder mit Linocut machen oder mit Rubber Stamps, also mit Radiergummi. Aber das könnte jetzt hiermit glücken. Nach meinen Versuchen, sodass man hier jetzt auch das Moosgummi dafür verwenden könnte, wenn man es ohnehin schon hat. Und jetzt würde man im Stempel nur diese kleinen rosa Pünktchen noch sehen. So stelle ich mir das jedenfalls vor und alles andere würde sich dann nicht abzeichnen, wenn das so gelingt, wie ich mir das denke. Ja, und das sieht dann so aus und das finde ich eigentlich sehr interessant. Trotz dieser kleinen Spuren, die da noch zu sehen sind, die machen es aber vielleicht auch gerade irgendwie lebendig. Und ich schneide den Rand hier zurück, weil der steht dann auch immer noch ein bisschen vor. Dann kriegen wir das Bild noch ein kleines bisschen sauberer, glaube ich. Aber so insgesamt kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also für solche Dinge kann man dieses Tool vielleicht benutzen und den Moosgummistempel noch eine neue Dimension geben, noch eine andere Nutzung. Ja, hier ist nochmal der Abdruck der Tasse in Schwarz-Weiß und er erscheint recht markant und etwas grob, wie ich finde. Der Vorteil ist aber, dass sich die Prägelinien absolut stabil eindrücken und sich nicht wieder in Richtung Oberfläche bewegen, wie das bei den herkömmlich geprägten Stempeln oft der Fall ist. Das sind die Ergebnisse des kleinen Experiments und ja, was bleibt zu sagen? Wir haben jetzt hier einmal die Tasse, die mit diesem Tool da bearbeitet worden ist und das ist der Abdruck dazu. Und hier ist die Tasse, die ich mit einem einfachen
Kugelschreiber graviert habe. Die Unterschiede sind nicht groß, wie man sieht. Also es kommt in etwa aufs Gleiche raus. Wobei ich sagen muss, letztendlich brauche ich mit dem Kugelschreiber auch nicht länger, weil dieses Tool eben halt sehr unhandlich ist. Und es dauert alles. Es ist so, ja, im Handling ein bisschen schwerfällig. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Ich hatte mir ja erhofft, dass da ein bisschen, vielleicht, dass ich ein bisschen schneller bin. Und eben, das wird mit Sicherheit so sein, dass diese Linien etwas stabiler sind. Wenn diese ja mal auch manchmal die Tendenz haben, sich wieder so ein bisschen aufzulösen. Und dann ziehe ich sie nochmal nach. Aber das ist eigentlich keine großartige Arbeit. Wo ich eine gewisse Stärke sehe, ist in so kleinen Basisstempeln. Also hier dieses mit den Pünktchen. Da habe ich ja sozusagen nur diese Pünktchen stehen lassen und alles andere verschmort und nach unten weggedrückt. Und das ist so der Stempelabdruck, der daraus wird. Es bleibt natürlich immer noch irgendwas stehen. Das sieht aber, finde ich, ganz interessant aus. Und hier habe ich mal so einen Abdruck auf einer Collage gemacht. Das kann man tun. Also ich finde, das kann so eine Mixed-Media-Arbeit durchaus bereichern, wenn man hier und da so einen kleinen Stempel mit reinsetzt. Man kann sich den ja auch in Weiß vorstellen oder in anderen Farben, muss ja nicht schwarz sein. Genauso ist es mit diesem kleinen Streifen. Da kann man ganze Reihen von bauen oder auch einfach nur so ein kleines Segment irgendwo in eine Ecke oder an den Rand setzen. Dies hier ist ähnlich, also daran kann man sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Man könnte mit Streifen arbeiten, mit Bögen, auch mit diesen umgekehrten Pünktchen, also diese negativen Geschichten. Nachdem ich diesen Burning Pen jetzt ausgiebig getestet habe, denke ich, dass das Werkzeug nicht unbedingt erforderlich ist, um Moosgummistempel herzustellen, aber dass es die Möglichkeiten doch um einiges erweitern kann. Ich werde den Pen sicherlich eher für große Stempel verwenden und die kleinen weiterhin mit Kugelschreiber, Bleistift und Nadeln gravieren. Aber ich denke auch für diese Basisstempel, die man gut gebrauchen kann für Mixed Media Art, ist das Tool eine gute Sache. Die Anwendung beschränkt sich übrigens nicht nur auf das Arbeiten mit Moosgummi. Man kann zum Beispiel auch Vellum oder Papier damit interessant zerlöchern oder anbrennen. Der Preis liegt bei knapp 9 Euro, wenn ich mich recht entsinne, und das ist also jetzt keine besonders große Investition. Falls ihr euch dieses Tool zulegen möchtet, möchte ich euch noch ans Herz legen, dass ihr wirklich bei gut belüfteten Räumen arbeitet, wenn ihr Moosgummi damit prägt. Es ist wirklich eine gewisse Rauchentwicklung zu verspüren und auch zu riechen. Und zum anderen seid schön vorsichtig, denn das Ding wird wirklich heiß und es gehört einfach nicht in die Hände von Kindern, würde ich sagen, zumindest nicht von kleinen Kindern. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Experimentieren. Bleibt kreativ, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und ich schicke euch alles Liebe. Bis zum nächsten Tutorial. Eure Birgit.